Herzlich willkommen zum zweiten Teil der 17. Vorlesung Maschinenorientiertes Programmieren. Zum Abschluss schauen wir uns noch ein bisschen die Anwendungsprogrammierung an. Dazu führen wir eine neue Datenstruktur ein, die sogenannte MAP. Die MAP ist eine der wichtigsten Datenstrukturen in der modernen Programmierung. Eine MAP, auch Synonym Dictionary oder auch assoziatives Feld genannt, ist eine Sammlung von Name-Wert-Paaren, also sogenannten Key-Value-Pairs. Vereinfacht ausgedrückt kann man sich ein Feld vorstellen, bei dem anstelle eines Index, also einer Ziffer, wie wir das von C kennen, ein beliebiges Datum stehen kann, was auf ein anderes Datum verweist. Hier mal dargestellt Name-Wertpaare oder Schlüssel-Wertpaare, tatsächlich in Form eines Dictionaries, also Deutsch-Englisch, Englisch-Deutsch. Für die Umsetzung der MAP gibt es verschiedene Ansätze, symmetrische Verfahren, das heißt, es dauert genauso lang, wenn Sie einen Wert aufgrund eines Schlüssels oder einen Schlüssel aufgrund eines Werts suchen. Oder asymmetrische Verfahren, dann ist eben eine Richtung beschleunigt, also der Zugriff nach einem Key ist dann in der Regel deutlich schneller, als wenn ich die umgekehrte Suche vornehme. Eine typische Implementierung sind eben Tree Maps oder Hash Maps. Wir schauen uns eine Tree Map an. Wir haben den Binärbaum ja bereits kennengelernt. Wir können jetzt eine solche Map realisieren, indem wir zwei Binärbäume aufeinander abbilden. Wir haben damit eine symmetrische Map geschaffen. Das heißt, der Zugriff auf einen Schlüssel oder einen Wert ist genau gleich schnell. Wenn wir einen Schlüssel gefunden haben, dann verweist der Schlüssel auf den zugeordneten Wert. Oder andersrum, wenn wir einen Wert gefunden haben, können wir von dem Wert auf den Schlüssel zurückgreifen. Das heißt, wir verknüpfen zwei Bäume miteinander. Das ist jetzt hier mal dargestellt, eben das Beispiel Dictionary, Deutsch und Englisch. Wir haben damit die Möglichkeit, ein sortiertes Einführen zu ermöglichen. Und wir haben natürlich ein schnelles Auslesen, weil wir logarithmisch auf die Werte oder die Schlüssel zugreifen können. Das heißt, wir brauchen eine Baumstruktur. Wir haben wieder einen Binärbaum als Ausgangsstruktur. Ich habe hier wieder eine unvollständige Datenstruktur. Das heißt, hier ist der Schlüssel dargestellt als letztes Element der Größe 1. Und wir haben einen zusätzlichen Zeiger auf den Wert. Das heißt, Value verweist auf den Schlüssel des zweiten Baums. Das ist jetzt hier eine Map, die Strings auf Strings abbildet. Wir können natürlich statt Character Pointer auch eine beliebige andere Datenstruktur in diesem Binärbaum speichern. Das heißt, wir können beliebige Datenstrukturen aufeinander abbilden. Wir können auch Zahlen, tatsächlich Indizes auf Datenstrukturen abbilden, also auch theoretisch indizierte Felder damit nachbilden. Für die Funktionalität der Map, für den Zugriff, legen wir eine Struktur an, die sowohl einen Binärbaum, eine Wurzel für den Schlüssel als auch für den Wert speichert. Das ist der Zugriff auf die Map, das heißt, hier ist die komplette Map in einer Datenstruktur abgelegt. Wir brauchen dann Funktionen, um diese Map zu erstellen. Also CreateMap erzeugt genauso eine Datenstruktur, wie gerade eben gesehen. Wir können mit Put etwas ablegen, also in eine Map einen Schlüssel und einen Wert. Und die Get-Funktion ist natürlich symmetrisch. Ich brauche sie nur unterschiedlich parametrisieren. Das heißt, ich möchte einen Wert zu einem Schlüssel. Dann übergebe ich die Map und den Key und suche in der Key-Map nach dem entsprechenden Wert. Oder ich übergebe einen Wert und möchte den entsprechenden Schlüssel. Dann übergebe ich die Map und den Wert und suche in dem Wertebaum nach dem entsprechenden Schlüssel. Ich habe die Implementierung von MapPut einmal dargestellt. MapPut ruft zweimal die AddTreeNode-Funktion auf, so wie wir sie beim Binärbaum kennengelernt haben. Einmal um den Key in den Schlüsselbaum abzulegen und einmal um den Wert in den Wertebaum abzulegen. Danach werden die beiden verknüpft, das heißt der Wert wird mit dem Schlüssel und der Schlüssel mit dem Wert verknüpft. Was wir gleich im Beispiel sehen werden, die AddTreeNode-Funktion ist ein bisschen anders implementiert, als wir das kennengelernt haben. Es wird die Wurzel per Zeiger übergeben, das ist unser Kaufmanns- und Map-Root-Key, Kaufmanns- und Map-Root-Value.
weil möglicherweise ja die Wurzel des Baums angepasst werden muss. Und AddTreeNode gibt den aktuellen Knoten zurück. Deswegen kann ich überhaupt diese Verknüpfung zwischen Wert und Schlüssel vornehmen. Das Schöne beim Programmieren ist nun, dass man sich über die Zeit vielerlei Hilfsfunktionen für Datenstrukturen aufgebaut hat. Und das ist das, was ich Ihnen hier zum Abschluss der Vorlesung noch zeigen möchte. Wir schauen uns natürlich aus Interesse mal an, wie so eine Map funktioniert. Aber eigentlich möchte ich auf der Ebene der Schnittstelle arbeiten. Das heißt, ich möchte eine Anwendung implementieren und diese Anwendung arbeitet mit einer Map. Mich interessiert also nicht mehr, wie die Map tatsächlich im Detail funktioniert. Mich interessiert nur noch die Schnittstelle. Wie kann ich eine Map erzeugen? Wie kann ich etwas in die Map ablegen? Wie kann ich etwas herausholen? Und das machen wir am Beispiel einer einfachen Wörterbuch-Anwendung. Das heißt, ein Wörterbuch für zwei Sprachen, das natürlich ganz einfach das Dictionary, das Map-Prinzip verwendet. Die Anwendung speichert Wortpaare zur Laufzeit in einer Map. Wenn neue Wörter eingegeben werden und die noch nicht vorhanden sind, dann werden sie hinzugefügt und zwar sowohl in die Map als auch in eine Datei. Ich habe es jetzt hier fest einfach Dictionary.txt genannt. Das Einlesen der Datei wird implementiert, das heißt beim Neustart der Anwendung werden auch die neuen Wörter wieder mit eingelesen und ich kann natürlich Wörter suchen, das heißt das Dictionary abfragen, sowohl Englisch als auch Deutsch oder eigentlich ist die Sprache beliebig. Und ich kann natürlich alle Wörter des Dictionaries einmal ausgeben. Beispiel für so eine Datei sieht eben so aus. In der ersten Zeile stehen die beiden Sprachen, Deutsch, Englisch. Dann kommen jeweils die Name-Wertpaare, also Deutsch hier immer zuerst, lesen, read, schreiben, write und so weiter. Und diese Datei wird am Anfang eingelesen, während der Ausführung erweitert. Wir haben ja das Datei-Anfügen, das Append bereits kennengelernt. Und so kann ich mit der Zeit mir ein größeres Dictionary aufbauen. Ich zeige Ihnen noch anhand der Folie mal vereinfacht das Lesen dieser Dictionary.txt-Datei. Also hier oben ist die Datei nochmal dargestellt. Ich lese als erstes, wenn die Datei erfolgreich zum Lesen geöffnet werden konnte, lese ich als erstes die Sprachen ein. Ich habe das abgekürzt für Lang 1, Lang 2, Language 1 und 2. Ich lese einfach mit fscanf aus der Datei zwei Strings, das heißt, die sind jetzt hier mit Leerzeichen einfach getrennt, landen in den Buffern Lang 1 und Lang 2. Und solange die Datei nicht zu Ende ist, while not feof, File, wird wiederholt. Ich lese einfach hier ein, also vereinfacht hier einfach zwei Wörter und die lege ich einfach in der Map, die ich natürlich zu Beginn des Programms mal angelegt habe, ab und damit baue ich in der internen Datenstruktur, in der Map, meine Anwendungsdaten auf. Und wenn die Datei erfolgreich gelesen wurde, dann wird die Datei wieder geschlossen. Ja, wir schauen uns das Beispiel gleich mal in der Virtual-C IDE an. Ich stelle es Ihnen auch als Projekt auf den Dokumentenserver. Für das Dictionary-Beispiel müssen wir ein Projekt öffnen, denn es besteht nicht aus einer Datei, es besteht aus main.c, aus der Map, map.h und map.c. Und ich habe noch, dass man das mal sich anschauen kann, dieses Dictionary, die Textdatei mit hinzugefügt. Wir schauen die nachher nochmal an, wenn sie erweitert ist. Zur Map. Die Schnittstelle ist in map.h definiert. Sie finden das manchmal in C, aber es ist nicht so üblich in C wie in Java, dass man interne Strukturen verbirgt. Deswegen hier diese Struktur tbin, treemap, die bräuchte ich als Anwender eigentlich nicht, weil mich als Anwender nicht interessiert, wie die Map intern funktioniert. Wichtig ist natürlich meine Map-Struktur. Die besteht jetzt eben aus diesen zwei Map-Anteilen. Auch das würde man in Java wahrscheinlich eher verstecken. Denn die eigentliche Schnittstelle ist jetzt: Erzeuge mir eine Map mit CreateMap, lege etwas in der Map, ein Schlüsselwertpaar ab und natürlich hole einen Wert oder hole einen Schlüssel aus der Map. Wir schauen uns trotzdem ganz kurz die Implementierung an, weil man noch ein paar Punkte da natürlich klären kann. Also CreateMap ist ganz einfach, es wird ein Strukturelement dynamisch erzeugt. Ich mache das mit Calloc, dann ist automatisch der Inhalt null. Wir können einen Knoten
der Map erzeugen. Das ist letztendlich das gleiche wie ein Create Node, mit dem Unterschied, dass ich den Value noch auf Null setze, also die Verknüpfung zwischen diesen beiden Bäumen wird auch noch auf Null gesetzt. Das Einfügen eines Knotens ist, wie bereits angesprochen, etwas anders gelöst, als wir das letzte Mal gemacht haben. Die AddTreeNode-Funktion bekommt einen Zeiger auf einen Zeiger Root, damit eben die Root verändert werden kann, und sie gibt das aktuelle Element zurück. Man sieht das ganz schön, falls Root nicht gesetzt ist, dann wird quasi auf den Zeiger, auf die Root, der neue Knoten geschrieben. Dann wird die neue Wurzel gesetzt. Damit wird natürlich indirekt über die Dereferenzierung die Root von außen verändert. Und man sieht ganz schön, der Rückgabewert ist der aktuelle Knoten, also das Traversieren des Baums ist natürlich gleich gehalten. Wir vergleichen, wenn wir gefunden haben, dann geben wir das aktuelle Element zurück. Wir tragen nichts doppelt ein. Wir gehen nach links, wenn der Vergleich kleiner ist, und hier sieht man ganz schön, wenn wir links eintragen, dann geben wir auch den links erzeugten Knoten, also das Blatt an der Stelle, zurück. Das liegt daran, weil ich später die beiden Elemente verknüpfen möchte. Ansonsten ist der Algorithmus natürlich gleich gehalten. Das Setzen haben wir vorhin in der Folie schon mal gesehen. Ich verknüpfe quasi dadurch, dass ich das aktuelle Element, den Schlüssel und den Wert bekomme, kann ich natürlich hier über Kreuz die beiden kombinieren. Und der Get-Algorithmus ist letztendlich ein einfacher Suchalgorithmus. Ich durchlaufe wie beim Einfügen den Baum. Also wenn es keine Wurzel gibt, dann geht es natürlich nicht. Ansonsten laufe ich wie beim Einfügen durch den Baum. Immer rechts, links. Der Baum ist ja sortiert. Und wenn ich den Wert gefunden habe, dann gebe ich den Wert zurück. Das heißt, ich suche ja hier nach einem Schlüssel und ich gebe dann den entsprechenden Wert, also den Eintrag des anderen Baums, zurück. Und die Ausgabe haben wir natürlich auch schon kennengelernt. Erst die ganze linke Seite, dann gebe ich jetzt hier Name Wertpaar aus und dann die rechte Seite. Schauen wir uns noch kurz die Anwendung an. Also wir starten mal bei Main. Ich lege mir zuerst eine Map an, dann öffne ich die Dictionary.txt-Datei. Ich lege mir, wie gerade auf der Folie gesehen, diese zwei Sprachen an. Beende bei Fehler. Wir lesen die zwei Sprachen ein. Ich habe das Einlesen dieses BIS-Dateiende nochmal in eine Funktion ausgelagert. Und danach kommt die eigentliche Abfrage, ein Wort in der Sprache 1 oder 2. Also die Info kommt hier aus der Datei. Das heißt, was in der Datei steht, wird hier angezeigt. Soll man eingeben. Und in einer Endlosschleife wird jetzt quasi immer der Benutzer gefragt, Wort eingeben. Bei Fragezeichen wird der komplette Baum ausgegeben. Ansonsten wird mit MapGet erst durch den Schlüssel nach dem Wert gesucht. Und wenn der nicht gefunden ist, dann mit dem Wert nach dem Schlüssel gesucht. Also in beiden Richtungen die Sprachen durchsucht. Also einmal die erste Sprache durchsucht, die zweite ausgegeben oder die zweite Sprache durchsucht und die erste ausgegeben. Wenn das Wort nicht gefunden werden konnte, dann fügen wir in der Funktion addDictionary eben der Map den Eintrag, das neue Wort hinzu. Und in addDictionary öffnen wir die Datei jetzt zum Anhängen, also AT, Textdatei zum Anfügen, Append. Wir fragen nach einer Übersetzung. Wir fragen danach, welche Sprache ist dieses Wort, dass wir wissen, ob wir Key oder Value setzen müssen. Wenn die Datei erfolgreich geöffnet wurde und wenn natürlich jetzt ein sinnvoller Wert von Sprache 1, Sprache 2 angegeben ist, dann fügen wir einmal das Ganze der Map hinzu und schreiben in der richtigen Reihenfolge Translation oder das gesuchte Wort bzw. das gesuchte Wort Translation in die Datei. Fügen also eine Zeile unten an. Beim nächsten Starten des Programms wird das Dictionary gelesen und das Wort bleibt persistent erhalten. Das heißt, was ich hinzugefügt habe, bleibt beim Neustart der Software erhalten. Gleichzeitig wird es in die Map dynamisch aufgenommen. Das heißt, auch zur Laufzeit ist das neue Wort bereits bekannt.
Und ich kann natürlich hier noch abbrechen, falls ich mich vertippt habe. Dann gebe ich einfach 0 ein und dann wird die Übersetzung nicht aufgenommen. Dann wird quasi gar nicht in die Datei geschrieben. Ja, ich zeige Ihnen das Ganze mal kurz, wenn wir das laufen lassen. Also die Datei wurde eingelesen. Ich gebe mal Read ein. Das war jetzt in der Datei vorhanden. Lesen. Ich kann Lesen eingeben. Dann kriege ich das Gegenteil. Dann kriege ich Read. Das Fragezeichen listet mir alle Wörter, die aktuell in der Datei, beziehungsweise eigentlich alle Wörter, die aktuell in der Map gespeichert sind, auf. Und diese Auflistung entspricht natürlich auch dem Inhalt der Datei. Wenn ich jetzt ein Wort eingebe, zum Beispiel Klausur, das ist noch nicht bekannt. Ich muss eine Übersetzung eingeben, das wäre Exam. Jetzt muss ich sagen, was ist Exam von einer Sprache? Das wäre jetzt Englisch. Und jetzt ist Exam Englisch zu Deutsch Klausur aufgenommen. Das heißt, wenn ich jetzt Exam abfrage, bekomme ich als Antwort die Klausur und Klausur andersrum natürlich das Exam. Wenn ich jetzt die Datei öffne, dann sehen wir, dass Klausur und Exam hinzugefügt wurde. Wir können auch mal kurz das Einlesen anschauen. Das heißt, wenn ich jetzt das Programm beende, wir starten nochmal neu. Ich setze mal einen Breakpoint in Read Dictionary, solange nicht das Dateiende. Ich habe das jetzt hier auch ein bisschen angepasst. Ich lese mit ScanF ein und nicht wie auf der Folie gezeigt speichere direkt, sondern ich prüfe noch, ob tatsächlich zwei Wörter auch gelesen werden konnten. Für den Fall, dass die Datei irgendwie fehlerhaft ist, dass nur ein Wort in einer Zeile steht, das nicht Unsinn in die Map aufgenommen wird. Das heißt, wenn ich jetzt eingelesen habe erfolgreich, können wir nochmal den Stack anschauen. Ich habe jetzt Tag und Day als Wort 1 und Wort 2 eingelesen. Die Map ist noch leer, wie wir sehen. Es wurde noch kein Eintrag angelegt. Jetzt füge ich etwas hinzu. Ich springe einfach mal drüber. Dann sehen wir, wird sowohl eine Key als auch eine Value Map angelegt, die, wie man hier sieht, jetzt auf Tag und Day verweisen. Ja, und so wird die Textdatei Zeile für Zeile eingelesen. Also jetzt kommt das Lesen und das Read. Das wird hinzugefügt. Schreiben und Write. Handeln und Trade. Versuch und Try. Verlassen und Kit. Und jetzt kommt unsere Klausur und Exam. Die Datei ist eben noch nicht zu Ende, weil natürlich die Datei mit einem Zeilenumbruch endet. Wir schreiben ja immer hinten ein Backslash n. Sie erinnern sich, %s liest keinen Zeilenumbruch ein. Deswegen hat jetzt scanf kein Wort finden können. Die Datei ist zu Ende und das Einlesen war erfolgreich. Und wir können jetzt natürlich wieder unser Exam abfragen. Das wurde ja persistent gespeichert. Also ich glaube, das Beispiel zeigt ganz schön die Anwendung von Datenstrukturen. Wir haben jetzt die Anwendungsdaten in einer Map gespeichert, einer sehr typischen Datenstruktur zum Ablegen von Anwendungsdaten. Und man sieht auch mal ganz schön das Prinzip von Persistenz von Daten, die über die Laufzeit eines Prozesses gespeichert werden. Also alle Programme, die wir bisher hatten, haben ja ihre Daten immer verloren. Wir mussten wieder neu eingeben, wenn wir neu starten. Hier mal ein Beispiel, wo die Daten erhalten bleiben. Jetzt zum Ausblick. Wir haben C umfassend kennengelernt. Wir haben allerdings noch einige Teile von C außen vorgelassen. Das sind einmal die Threads. Das sind die Funktionszeiger, das sind Signale, das war die Fehlerbehandlung. Und Callbacks, generische Funktionen, haben wir auch außen vor gelassen. Wir haben zwar Void Pointer kennengelernt, aber nicht, was man alles tatsächlich damit machen kann. Sie können, wenn Sie Lust haben und unter der Voraussetzung, dass ETI6 endlich wieder ein eigenes Labor hat, dann werde ich im Wintertrimester nächsten Jahr MOB 2 anbieten.
also als Fortsetzung von maschinenorientierten Programmieren. Wir schauen uns da eben die weiteren Features von C an, gerade natürlich die neuen Features von C11, die Threads. Wir werden eine Einführung von C++ vornehmen und letztendlich noch ein bisschen die Programmierung grafischer Benutzeroberflächen. Also die Virtual-C IDE ist in Qt programmiert. Wir schauen uns diese Bibliothek auch im Rahmen der Vorlesung Mob 2 an, dass man quasi das maschinennahe C, C++ Programmieren besser kennenlernt. Das Ganze ist ein Kurs als Flipped Classroom durchgeführt. Also es gibt Vorbereitungsstunden und 8 Praktikumsversuche und eine schriftliche Prüfung mit 90 Minuten. Wenn Sie also Lust haben, bei der C und C++ Programmierung dabei zu bleiben, lade ich Sie herzlich ein. Sofern wir ein Labor haben, findet nächsten Winter dieses Wahlpflichtmodul von mir statt. Wenn Sie Fragen haben, gerne im Forum, auch gerne Fragen zur Prüfungsvorbereitung. Ansonsten vielen Dank.